Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im KKL zur Eröffnung der vierten Saison unserer Gesprächsreihe Impuls. Hans Koch ist mein Name, ich bin der CEO des KKL Luzern. Und zusammen mit Marco Meyer und Benny Etienne hatten wir vor vier Saisons diese Gesprächsreihe ins Leben gerufen. Und ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit ganz herzlich danken, dass Sie uns so treu geblieben sind. Nicht nur als Besucher dieser Veranstaltungen, aber auch als Sponsoren, als Gönner, als Botschafter, um mehr und mehr Leute hierher zu ziehen, um diesen interessanten Gesprächen zuzuhören. Wie gesagt, wir starten heute in die vierte Saison und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch meinen Kollegen Marco Meyer und Benny Etienne, die im Hintergrund sehr viel Arbeit für dieses Konzept leisten. Wir treffen uns regelmäßig. Es gibt eigentlich mehr zu tun, als man denkt, aber es lohnt sich. Wir konnten bisher und können auch in der Zukunft immer wieder sehr interessante Leute hierher holen, um Gespräche zurzeit durchzuführen. Ich möchte jetzt Herrn Marco Meyer bitten, auf die Bühne zu kommen. Er wird Ihnen Herr Professor Herfried Münkler, deutscher Politologe von der Humboldt-Universität in Berlin, vorstellen und nachher dieses Gespräch führen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, spannenden, interessanten Abend und viel Vergnügen. Danke vielmals. Herzlichen Dank, Hans Koch. Danke für die netten Worte. Auch unsererseits vielen Dank, dass wir diese Geschichte jetzt schon in der vierten Saison machen dürfen. Wir sind fast ein bisschen stolz, dass das funktioniert. Aber wir verdanken das auch wesentlich Ihnen. In der Beschreibung dieser Reihe steht ganz groß Zeitdiagnostik. Und wenn wir von Zeitdiagnostik sprechen, gibt es vielleicht keinen, der so herausragend in der momentanen politischen Situation in Europa, in Deutschland, in der Schweiz sich immer wieder präsent und mit markanten Beiträgen meldet, wie eben unser heutiger Gast, Dr. Professor Herfried Münkler. Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler. Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Er hatte ursprünglich mal Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Und er hat zahlreiche Preise. Er hat einen Forschungspreis von der Abi-Wilfurt-Stiftung, er hat einen Preis auch von der Thyssen und von der Volkswagen-Stiftung, Stipendien, Magnum Opus, große Geschichten. Er ist wirklich präsent, auch in Funk und Fernsehen, jederzeit sehr präsent und einer der wenigen, der sich über die akademischen Diskurse hinaus auch praktisch zu Zeitthemen äußert. Ganz wichtig im Moment sein neuestes Buch, das er mit seiner Frau Marina Münkler geschrieben hat, auch in einem unglaublich wichtigen Moment, die Neuen Deutschen, ein Land vor seiner Zukunft. Wir haben im Titel eine Umschreibung, die sich vor allem auf Kriegsszenarien bezieht. Und ich glaube, die Kriege sind das Zentrum dieser Art Denkens, wie sie Herfried Münkler betreibt, weil rund um diese Thematik die ganzen Geschichten über Imperien, die Geschichten über die neuen Weltordnungen, Geschichten auch über Staatsräson immer wieder fokussiert werden auf Auseinandersetzungen, die uns alle sehr beschäftigen. Wer hätte gedacht, noch vor 10, 20 Jahren, dass wir heute wesentlich wieder diese Themen auf dem Tablett haben. Eine einerseits traurige Geschichte, aber andererseits auch toll, dass es Menschen gibt, die sich diesen Themen so gerade stellen. Ich freue mich sehr, jetzt Herrn Münkler zu begrüßen. Begrüßen Sie mit mir Professor Herfried Münkler. Ja, herzlich willkommen, Herr Münkler. Hatte da einen Moment lang ein bisschen gezittert. Wir haben nichts gehört. Ich habe dann von einer Kollegin vernommen, sie hätten einen tollen Auftritt in Lech am Philosophikum gehabt. Das ist ja eine tolle Geschichte. Also über mehrere Tage
Sie sagten bis 700 Leute, die philosophisch sich einem Thema widmen. Mhm. Da haben Sie einen Vortrag gehalten. Ja, das Thema hieß Gott und die Welt. Und ich war für die Welt zuständig. Die Welt hat sich in meinem Thema konkretisiert, die Kriege unserer Zeit. Und das habe ich zu beschreiben versucht. Und um nicht nur sozusagen mit so einer platten Information da zu antworten, ich habe dieses Thema zu erfassen versucht, indem ich mit der These begonnen habe, wir stehen im Augenblick in der Situation einer Auflösung, einer Ordnung, die gekennzeichnet ist durch Binarität. Nicht? Binarität, also die Gegenüberstellung von zwei Konstellationen und es gibt kein drittes. Und das ist natürlich eine ungeheure Ordnungskonstitution, wenn man sozusagen Welt denken kann in entweder oder und ein drittes gibt es nicht. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, dass die Ordnung, die im Verlaufe des 17. Jahrhunderts entweder über Hugo Grotius oder über den Westfälischen Frieden durchgesetzt worden ist, eine war, in der es zwei Aggregatzustände des Politischen gegeben hat, nämlich entweder Krieg oder Frieden. Und die Übergänge vom einen in den anderen waren rechtlich organisiert und man wusste, in welchem Zustand man sich befindet, nämlich entweder im Frieden oder im Krieg. Nicht? Aber das Problem, eigentlich beginnend mit dem 11. September, aber für uns vielleicht noch sehr viel dichter erfahrbar, nach den Anschlägen vom November des vergangenen Jahres in Paris oder vom März diesen Jahres in Brüssel, das war natürlich kein Krieg im klassischen Sinn, der da passiert ist, nicht? Aber Frieden war es auch nicht. Und diese Zwischenzone, dieses Uneindeutige, das breitet sich zunehmend aus. Oder dieser Begriff hybrider Krieg, nicht? Wenn vermutlich die Russen, aber sie würden es natürlich bestreiten, Estland angreifen mit Hackern und im Prinzip die Steuerungssysteme dieses Landes lahmlegen. Das ist alles dieses Dritte. Und das war sozusagen für mich der Ausgangspunkt der Beschreibung einer neuen Situation, die fundamental anders ist als das, womit wir eigentlich gelernt haben zu denken. Können wir, bevor wir ganz in das Thema reinstechen, ein bisschen zurückgehen in die Studienzeit? Wir sind ja, mehr oder weniger die gleiche Generation, Sie, glaube ich, 2 Jahre älter. Wir waren an der Universität im Sog so ein bisschen von 68. Und eigentlich alles war auf Frieden, Anti-Imperialismus, auch Antikriegsrhetorik. Wir hofften eigentlich, wir haben jetzt die größte Friedenszeit in Europa vor uns, die man sich überhaupt denken kann. Und Sie haben damals studiert Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaften. Wann haben Sie so klar offenbar eine Intuition gehabt, dass dieser Friede irgendwo eine labile Geschichte ist? Weil Sie haben ja dann schon promoviert über Machiavelli. Also Sie haben gespürt, diese ganzen schwarzen Ecken muss man mal anschauen wieder. Oder wie war denn das? Ja, also das Interesse an Machiavelli, der sich ja sehr viel mit Krieg beschäftigt hat und der auch eine Arte della Guerra, also eine Kriegskunst, geschrieben hat, das war für mich hochattraktiv, weil über Machiavelli sind noch nicht ganze Generationen von Doktoranden drüber geweidet. Nicht? Wo sowas der Fall ist, dann steht man immer ein bisschen schlecht da und noch einer und ach, das kennen wir doch schon. Und an Messer Niccolo Machiavelli hatte sich keiner eigentlich recht dran getraut, weil der so als Böse, der Inbegriff des Bösen galt. Ich weiß nicht, ob das mit meiner protestantischen Herkunft zu tun hat, aber das Böse finde ich interessant, nicht? Und im Falle Messer Nicolos würde ich sagen, das ist auch gar nicht böse, das ist ein überzeugter Republikaner, der aber... Es gibt ja auch kaum 2 Machiavelli eigentlich, oder? Ja, mindestens. aber er hat sozusagen, er ist kein Schönwetterdenker, nicht? Sondern er denkt dann immer auch die Krise. Und die Krise, das Buch für die Krise ist der Principe. Und die große Analyse sind die Diskursi. Na gut, also das hatte ich gemacht und hatte damit eine gewisse Wahrnehmung im akademischen Rahmen, was man ja, wenn man da vorankommen will, in irgendeiner Weise hinbekommen muss. Und dann hat meine Frau immer wieder so an diesen Gelenkstellen auf mich eingewirkt hat, mir eine Ausgabe von Clausewitz vom Kriege geschenkt.
Ich hatte irgendwie Raymond Aron's Clausewitz-Buch damals gelesen. Und das habe ich mir also das, die etwas über 1000 Seiten Clausewitz vom Kriege angeguckt und bin dann zu meinem damaligen Chef der Universität, Iring Fetscher, gegangen und habe gesagt, also wir haben ja die politische Ideengeschichte an der Frankfurter Goethe-Universität zu pflegen. Wie wäre es denn, wenn wir mal eine Lehrveranstaltung über Clausewitz machen? Das war natürlich mindestens auch so ein Sakrileg, nicht? Also eigentlich ungeheuerlich. Aber Fetscher war ein liberaler Mann, das ist vor 2 Jahren gestorben, war ein liberaler Mann, hat gesagt, ja wunderbar, das machen wir doch. Da habe ich gesagt, und wer macht's? Das ist erst wie. Gut, dann muss ich das machen und habe mich in diese wunderbare Art des Denkens bei Clausewitz eingelesen, nicht? Der auf der einen Seite, das ist ein Autodidakt, der ist relativ spät ans Denken gekommen, denn er musste mit 9 Jahren zum Militär. Und hat dann in den Laufgräben von Mainz gegen französische Revolutionstruppen gekämpft und so weiter. Und dann kommt er an der Kriegsschule unter dem Einfluss von Scharnhorst mit der kantischen Philosophie in Berührung. Und er denkt eigentlich wie ein Kantianer. Aber seine Frau, Marie von Brühl, eine Sächsin, sagt ihm immer, er soll auch Schiller lesen. Und dann liest er auch Schiller, nicht? Und sozusagen diese beiden Seiten, die schafft er literarisch in diesem Werk zusammen. Und insofern hat mich das jetzt nicht nur vom Inhalt, sondern auch von der Art des Denkens, also sozusagen analytisch, begrifflich, präzise, aber dann doch auch wieder Darstellungen von einer Intensität und Dichtigkeit, die einem ans Herz gehen. Mhm. Und na gut, dann hatte ich sozusagen das Instrumentarium oder sagen wir mal das Besteck, aber ich hatte noch kein Opfer. Mhm. Das ist ja häufig so, nicht? Wenn man sozusagen als Theoretiker arbeitet, man hat Theorien zur Hand, aber dann fragt man sich, was mache ich jetzt mit denen? Und dann kamen, da war ich schon auf dem Weg nach Berlin, die jugoslawischen Zerfallskriege. Mhm. Alle standen ein bisschen davor und wussten nicht so genau, was sie dazu sagen sollten, weil das war ja anders als die großen Konfliktszenarien des Kalten Krieges. Und ich hatte gewissermaßen mit dem gelenkigen Clausewitz ein Instrumentarium, das auseinanderzunehmen. Und so bin ich da immer mehr in dieses Thema hineingekommen. Heißt, ich bin eigentlich über die Theorie und nicht über den Gegenstand dazu gekommen. Der Gegenstand hat sich dann sozusagen erschlossen, ergeben. Und wie das so ist, wenn man zu den wenigen gehört, die nicht nur über Frieden nachdenken, nicht? Es gab ja, gibt nach wie vor in Deutschland eine hochinstitutionalisierte und professionalisierte Friedensforschung. Aber mit dem Thema Krieg haben sie sich nicht beschäftigt. War so ähnlich wie allen möglichen, aber nicht Machiavelli. Aber dasselbe war ja ein bisschen bei der Imperienforschung. Sie sagen selbst im Vorwort, war eigentlich lange Zeit überhaupt kein Thema. Oder wenn denn schon, nur historisch. Man hat die Alten, die Osmanen, man hat die Zaren, man hat die Briten, all diese, die Kolonien studiert. Und warum kommt Herr Münkler in dem Moment drauf und sagt, ich schaue in diese Logik, in diese Dynamik der Imperien neu rein? Also, Sie sprachen vorhin vom Jugoslawienkrieg. Mhm. Sie spürten offenbar, dass sich jetzt Dinge verschieben, die lange Zeit relativ stabil in Europa vorherrschten. Ja, und ich hatte den Eindruck, dass die vorherrschenden Interpretationen dieser Veränderung, dass die falsch waren. Nicht? Also die Historiker haben dann, glaube ich, einen Kongress gemacht. Der Althistoriker Alexander Demand, sozusagen zuständig für Imperium Romanum, also ein Experte der Imperienforschung, hat also nach dem Ende der Sowjetunion da in der Einleitung geschrieben, die Zeit der Imperien ist vorbei. Und ich fand, das glaube ich nicht. Ja? Also sozusagen diese Klarheit der Aussage und bezogen das Ganze nur auf die Sowjetunion, das schien mir nicht plausibel. Und dann habe ich angefangen, mich in diese Thematik einzuarbeiten, einzulesen. Auch unter der Fragestellung, inwieweit gibt es denn ein American Empire? Und wie funktioniert dieses American Empire? Also offenbar nicht, indem Sie sagen, in Ungarn und in Prag und in Ost-Berlin und so weiter mal gelegentlich ihre Panzerdivisionen vorbeischicken.
sondern eher indem sie dann so ihnen befreundete Militärs mal putschen lassen, wie im Sturz von Allende. Oder dass sie sehr viel mehr unsichtbare Einflussnahmen. Schweizer ist ihnen ja vertraut, nicht wie die amerikanische Justiz versucht, nicht hier und da ihre imperiale Macht, also Macht über die Grenzen des Staates hinaus, ins Spiel zu bringen. Und da man nun, wenn man mit den USA überkreuzt ist, schlechte Karten hat als ein auf Wirtschaftskontakte angewiesener Akteur, schützen die Amerikaner sich durch. Das also hat mich interessiert damals. Mhm. Und da habe ich, wenn ich das richtig erinnere, ist das Buch 2005 so rum erschienen, 2005, 2006. Und da habe ich mich relativ intensiv in diese Sache eingearbeitet und siehe da, ich meine, das ist Glück, nicht? Wenn man etwas geschrieben hat und dann kommen die Verhältnisse sozusagen hinterher und versuchen das, was ich sagen, analytisch zu entwickeln versucht habe, einzuholen. Also wenn man Ihr Buch liest heute, hat man teilweise das Gefühl, Sie haben prognostische Fähigkeiten, weil natürlich kann jedermann historisch feststellen, wie sich die ganzen regionalen Strukturen verändert haben, rund um Russland, dann auch die ganze Geschichte mit Europa, Osterweiterung. Man hat gespürt, dass mit der NATO die Klammer immer enger wird. Aber dass sich so imperiale Bewegungen wieder wirklich spürbar machen, was waren so die ersten Momente, wo Sie dachten, da ist etwas am Erodieren, was wir so vermutlich nicht ohne Weiteres in den Griff kriegen? War es Jugoslawien, oder? In mancher Hinsicht schon. Also, wenn man über Imperien schreibt, dann stößt man auch immer auf das, was ich postimperiale Räume nenne. In diesen postimperialen Räumen können sich stabile Nationalstaatsordnungen bilden. Es kann aber auch ein wildes Durcheinander von ethnischen, religiösen und sprachlichen Besonderungen geben, nicht? Ja. Und man könnte ja sagen, geografisch gibt es in Europa diesen Raum, der von den Westalpen, also über die Schweiz und Österreich bis tendenziell nach Griechenland reicht, wo die Bildung großer geschlossener Nationen entweder ein politischer Willensvorgang ist, was im Falle der Schweiz der Fall ist, aber mit vier Sprachen. Österreich ein bisschen anders, nicht? Aber die haben ja auch manche Ausbuchtungen wie Südtirol dann abgenommen bekommen. Und im Balkan ist da gar nichts funktioniert, nicht? Und sozusagen ein Raum, der zwischen zwei großen Imperien relativ lange, nämlich der Donaumonarchie und dem Osmanischen Reich umkämpft war. Und der sozusagen ein Flickenteppich der Religionen und Ethnien und Sprachen geblieben ist. Und die Lösung nach 1918, dem Untergang der Donaumonarchie, war die, halt die Erfindung dieses Reichs der Südslawen, Jugoslawien. Erst nennen sich auch noch Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, aber dann heißen sie Jugoslawien. Und als das zerfällt, ist klar, da fliegen einem im Prinzip die Trümmer eines Restimperiums oder eines postimperialen Raumes um die Ohren. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht über das Schwarze Meer hinweg, dann ist man im Kaukasus und da hat man den anderen postimperialen Raum. Und in mancher Hinsicht könnte man sagen, 2014 mit Putins Annexion an der Krim und dem Optieren im Donbass wird sozusagen das fehlende Mittelstück zwischen dem postimperialen Raum Balkan, dem postimperialen Raum Kaukasus mit der Ukraine geschlossen. Und schauen wir genau hin, ist eigentlich auch die Türkei kein in sich geschlossener Nationalstaat. Türken und Kurden und andere sind hier zu bedenken, sodass man also eigentlich einen riesigen Balken nach Europa hereinragen sieht. Und das ist auch genau der Raum, in dem nach 1990 die meisten Kriege zunächst mal an unserer unmittelbaren Peripherie, unser also als Europäer, stattgefunden haben. Und das kriegt man ganz gut sozusagen theoretisch in den Griff, wenn man das über Imperien denkt und nicht über Staatsbildungsprozesse, weil da beschreibt man immer nur Scheitern. Nicht? So. Und dann, was ich sehr spannend finde, überraschend auch diese
Anlehnung an die Art, wie die Steppenreiche, die Steppenvölker gelebt haben. Also diese, eigentlich in dieser Dynamik des Vorwärtsgehens, das Nomadisierende, das dann eigentlich auch nicht mehr so eindeutig ein Imperium von einem Zentrum aus und einer klar definierten Figur ausging, sondern primär als eine Bewegung in die Peripherie raus. Und wie Sie das beschreiben, jetzt, wo man sieht, wie Putin teilweise funktioniert, jetzt auch in Syrien, kommt einem das sehr bekannt vor. Also dieses Zentrum ja, aber dann dieses Ausstrecken in die Peripherie und teilweise die Leute reinholen, fast ein Solidarisierungsakt. Ist das ein Muster, das von diesen Steppen nomadisierenden Völkern kommt? Ja, also der für mich passende Begriff ist Muster. Ich bin ja von Hause aus kein Historiker, sondern Politikwissenschaftler, aber vielleicht ein den Historikern befreundeter Politikwissenschaftler. Und wenn ich also sozusagen die Fülle der Geschichte mit ihren kontingenten Ausgängen und ihren Besonderheiten mir anschaue, dann suche ich nach solchen Mustern oder Strukturen, um da so etwas wie ein analytisches Besteck oder ein Set von Antworten zusammenzusuchen, mit dem man dann auch gegenwärtige Prozesse bearbeiten kann. Nicht? Also sagen, ich treibe mich nicht in der Geschichte rum, weil mir die Geschichte so gefällt und ich der Formel von Ranke wissen will, wie es denn wirklich gewesen wäre, sondern es ist einfach so, Geschichte ist eine Form der Schulung von Urteilskraft. Und da habe ich gegenübergestellt diese Steppenimperien, die in hohem Maße funktionieren über militärische Macht. Nicht? Also wenn man sagt, okay, es gibt unterschiedliche Machtsorten, politische, ökonomische, kulturelle, militärische Macht, dann haben die Leute, die die großen Steppenimperien gebaut haben, also Genghis Khan und die Mongolen, nicht? Das ist das größte Landreich, das es in der Geschichte je gegeben hat, eigentlich kulturelle Macht wenig gehabt. Nicht? Und sagen, schreiben, lesen und schreiben mussten sie von den Chinesen lernen. Ökonomische Macht auch nicht unbedingt in besonderem Maße. Politische Macht schon eher, weil sozusagen ganz geschickte Bündnispolitiker waren, aber vor allen Dingen militärische Macht. Und die militärische Macht ruht auf der Steppe und dem Gras. Man braucht Weideland, großes Weideland, um viele, um Reiterarmeen aufzustellen. Nicht? So, und dem stehen Seeimperien gegenüber, bei denen sehr viel stärker die ökonomische Macht zentral ist, nicht? Also die Spanier, die Briten, ja, oder Portugiesen. Oder auch eins, an die Sie vermutlich gar nicht vor der Hand denken, nämlich die Schweden um die Ostsee. Ein Jahrhundert lang ein solches, mit der Begrifflichkeit von Ernst Kapp, thalassisches, also ein binnenmeerbezogenes Imperium, oder das Imperium Romanum auch als ein um ein Binnenmeer, nämlich das Mittelmeer, mit seinen Anlehnungsbereichen, also auch dem Schwarzen Meer, entstandenes Großreich. Und die funktionieren über ökonomische Macht. Und das können sie, weil Wasser vor der Verfügbarmachung von fossiler Energie, also Eisenbahn oder auch Autobahn, eigentlich das einzige Medium ist, auf dem man schwere Transporte durchführen kann. Flüsse oder ein solches Meer. Nicht? Und das ist ein Raum, der dann integrierend wirkt. Und wenn der Kirschbaum aus Persien im 1. oder 2. Jahrhundert zu uns kommt, dann haben wir das wesentlich dem Meer zu verdanken, denn der ist nicht auf dem Landweg hierher gekommen, sondern auf dem Seeweg. Also sozusagen unterschiedliche Strukturen, und als ich das so entwickelt habe, an der Fülle von Beispielen, nicht? Also die Hunnen sind ein Steppenimperium, die Awaren ein kleineres, aber unter Tamerlan entsteht nochmal ein Steppenimperium, und eigentlich haben die Europäer immer furchtbare Angst vor denen, denn die kommen ganz schnell, überrennen alles und dann sind sie wieder weg. Und eigentlich erst mit dem Schießpulver sind die Europäer in der Lage, dem Spuk aus der Steppe, wenn ich das mal so etwas flapsig sagen darf, ein Ende zu machen. Ja. Ja. Die vorher hatten sich schon überlegt, ja, aus der Steppe, da, in der Zeit davor haben die Leute ja häufig gedacht, sie begreifen die Geschichte, indem sie das Alte Testament lesen. Nicht? Und dann haben sie gesagt, okay, aus der Steppe kommen die Völker Gog und Magog, also die Vorboten des Untergangs, des nahen Weltendes.
Aber Alexander hat eine große Mauer gebaut, ja, und dahinter sind die eingesperrt. Das ist sozusagen so eine Ätiologie in einer Erzählung dafür, warum ab und zu kamen sie mal und dann kamen sie auch wieder nicht. Ne? Griechen hatten ja auch schon mit solchen Reitervölkern Erfahrung gemacht. Die Römer machen es dann mit Goten und Hunden, später die Mongolen. Und die Zyklen sind ja ein entscheidendes, ja, dynamisches Phänomen. Also praktisch, ja, alle, ob das Römische Reich, auch das Deutsche Reich, auch die Briten, haben immer Phasen gehabt, wo sie quasi so praktisch in eine Dimension des Hochkulturellen fast sich bewegt haben. Und, ja, dann, was sind denn meist, oder kann man überhaupt Ursachen beschreiben, die meist zum Zusammenbruch von Imperien geführt haben? Also wenn man es wesentlich auf militärische Macht gründet, ein solches Imperium, dann sind es große Niederlagen. Imperien, die breiter aufgestellt sind, nicht? Also bei denen das Portfolio der Machtsorten breit sortiert ist, die haben eine größere Widerstandskraft. Und da kann man auch sagen, es gibt Imperien, die durchschreiten mindestens zwei Zyklen. Also bei Rom könnte man vielleicht sagen, gibt es einen spätrepublikanischen Zyklus mit Caesar und Pompeius als den großen Eroberern, dann einen Zyklus der julisch-claudischen Dynastie und der anschließenden und später nochmal Diokletian bis Konstantin oder so etwas, nicht? Bei den Briten lässt sich es noch schärfer sagen. Es gibt gewissermaßen das British Empire, das ein atlantisches Reich ist, nämlich die Inseln hier vor Europa, die jetzt nicht mehr dazugehören wollen, und die Neuengland-Kolonien, nicht? Aber dann machen die diesen Krieg von 1770 und scheiden aus dem Empire, britischen Empire aus. Und eigentlich könnte man sagen, da war es dann zu Ende. Nein, die Briten treten in den zweiten Zyklus ein und das ist ein Empire, das Indien nunmehr als zentralen Bereich hat und bei dem nicht mehr der Atlantik das Zentrum ist, sondern die Aorta verläuft sagen durch den Golf von Biskaya, dann Straße von Gibraltar, Mittelmeer, Suezkanal und vorher noch nicht, also dann Landweg, Aden, Indischer Ozean, nicht? Und sozusagen die Briten haben da ein Stützpunktsystem erfunden. Gibraltar ist ja noch heute, Malta, Kreta, Suez, Aden, um diese Aorta zu schützen. Und Bismarck hat das sehr schön gesehen, als er gesagt hat, der Suezkanal ist das Knick des britischen Empire. Wer dort zuschlägt, zerstört es. Ja. Da sind wir eigentlich seit vielen Jahren immer wieder an dem Punkt, indirekt, oder? Mit dem ganzen Nahostraum. Ja. Was ist der Begriff, den Sie brauchen, augusteische Schwelle? Ist das eine, ja, Art Kippfigur, wo's entweder sich konsolidiert oder, ja, sich zerlegt? Ja. Also das ist so ein Modell, das ich am Beispiel des Kaiser Augustus versucht zu entwickeln. Das Problem Roms ist davor, dass es nicht gelingt, eine wirklich stabile Situation herzustellen, nicht? Sondern einzelne senatorische Figuren kämpfen permanent gegeneinander und ein Jahrhundert Bürgerkrieg und die herausgehobenen Gestalten versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, indem sie immer noch ein Stück dazu erobern. Caesar ist sozusagen die herausgehobene Gestalt mit der Eroberung von Gallien und Teile Britannien und dem Vorstoß nach Germanien und derlei mehr, aber auch Pompeius als der Ordner des östlichen Mittelmeers, der Sieger über die Piraten. Und das ist natürlich eine Situation der Dynamik. Aber irgendwann, wenn man diese Dynamik permanent weitertreibt, dann passiert das, was Paul Kerner die Imperial Overstretch, also imperiale Überdehnung, genannt hat. Dann reichen die Ressourcen nicht mehr, um das, was man alles zusammenbekommen hat, auch zusammenzuhalten. Deswegen Giovanni Botero am Ende des 16. Jahrhunderts auch sagt, es ist sehr viel leichter, ein Reich zu erobern, als ein Reich zu behalten. Und das, was ich mit augusteischer Schwelle meine, ist der Übergang in eine stabile Phase, in der es nicht mehr darum geht, weiter zu expandieren, sondern den Status quo
zu verdauern, zu konsolidieren. Ja. Ja, nicht? Ja. Und es ist dann nicht eigentlich Augustus, sondern es ist schon Tiberius, der nach den heftigen Kämpfen in Germanien, nicht? Also mit Varus kriegen sie eins auf die Nase, im berühmten Teutoburger Wald, wo auch immer das sein mag. Und Germanicus kommt dann dahin und führt seine Feldzüge. Und Tiberius guckt sich das an und kommt zum Ergebnis, das ist viel zu teuer, was wir dort investieren an militärischer Arbeitskraft und an Kosten. Und dieses traurige, sumpfige, riesig bewaldete Land bringt uns ja eigentlich gar nichts. Nicht? Und entschließt sich also dann, den Limes entlang von Rhein und Donau mit so einem kleinen Abstecher zu bauen. Das ist augusteische Schwelle, also der Entschluss, jetzt ist aber gut. Jetzt ist, ja, okay. Und jetzt müssen wir versuchen, das auf Dauer zu stellen und nicht die Dynamik ins Unendliche hinein zu steigern, weil das, dann kommt relativ schnell der Untergang. Jetzt wollen wir ja möglichst dann bald in die Gegenwart ein bisschen kommen, aber vielleicht noch auch im Sinne ein bisschen von Begriffsklärungen. Parallel zu diesen Imperienforschungen analysieren Sie die Kriegsbegriffe, ja. Auch die verschiedenen Formen und Aggregatzustände von Kriegen. Die klassischen Kriege sind mehr oder minder eine vergangene Geschichte, die sich ganz klar an einen Staat bindet. Also das sind dann Kriege, die man erklärt, die haben ein Ziel und dann wird am Ende ein Frieden geschlossen oder nicht. Wo beginnt sich diese klassische Art Kriege aufzulösen? Läuft das parallel mit der Auflösung von klaren Empire-Strukturen? Oder sind das Zwischengelände, hat das eine direkte Verbindung, Kriege und Imperien in ihrer Dynamik? Also zunächst mal würde ich sagen, der klassische Staatenkrieg ist einer, der weniger mit den Imperien als mit den Staaten zu tun hat. Nicht? Wobei ich also zwischen Imperien und Staaten unterscheide. Staaten haben klare Grenzen, Borders im Englischen. Das heißt, wo der eine Staat aufhört, beginnt der andere. Nicht? Sozusagen, man tritt von einem in den anderen über. Und die haben dann vielleicht eine andere Nationalflagge oder so etwas oder einen anderen König. Aber sie sind strukturell so ähnlich gelagert, während Imperien sich eigentlich in der Weite des Raumes so allmählich verlieren. Nicht? Also da ist dann Frontier der Ausdruck. Die USA relativ lange, bis sie den Pazifischen Ozean erreicht haben. Die Russen relativ lange, bis sie irgendwann da am Japanischen Meer angekommen sind. An diesen offenen Grenzen der Imperien findet eigentlich immer ein dreckiger Krieg statt. Mhm. Das sind die Indianerkriege, nicht? Das geht ja alles überhaupt nicht nach Haager Landkriegsordnung und Genfer Konventionen, sondern das sind eigentlich Vernichtungskriege. Das gilt in mancher Hinsicht natürlich auch für die Russen bei der Eroberung Sibiriens und bei dem Vorstoß nach Asien hinein. Bei den Russen ist das, was in den amerikanischen Filmen die US Cavalry ist, Sie erinnern sich, Steinbrück hat da mal unangemessene Äußerungen gemacht. Das sind bei den Russen die Kosaken, nicht? Mhm. Also Leute, die eigentlich vom Krieg leben, die Berufssoldaten sind, aber nicht in dem Sinne, dass sie kaserniert sind und in geordneter Form eingesetzt werden, sondern die sozusagen schwärmend agieren und dieser Staatenkrieg, der in dem Sinne Krieg oder Frieden, wie ich das vorhin gesagt habe, funktioniert, der ist eigentlich in Europa in dieser Weise erfunden worden. Und zwar in dem Augenblick, wo das Kriegswesen verstaatlicht worden ist. Das war es ja nicht immer. Nicht? Ich bin auch ein bisschen mit der Schweizer Geschichte vertraut. Sie waren ja mal ein beachtlicher Exporteur von militärischer Arbeitskraft, nicht? Bis Marignano. Ein wichtiger Mensch in Luzern, der Pfeiffer. Ja. Ja. Und als das endet, und das endet vielleicht mit der Ermordung Wallensteins, nicht? Der letzte große Kriegsunternehmer,
der Krieg und Geschäft unmittelbar zusammenführt. Und der Staat nunmehr an die Stelle der geworbenen Söldner den Miles Perpetuus, also das stehende Heer, setzt. Und er diese Heere diszipliniert und auch in Kasernen unterbringt. Da verändert sich das Kriegsgeschehen, nicht? Und regelmäßig besoldete Soldaten sind auch sehr viel weniger auf Raub und Plünderung angewiesen. Also das wollen wir ja nicht vergessen, dass über lange Zeit in den Niederlanden, Teil des Dreißigjährigen Krieges, aber auch in den Hugenottenkriegen, die Soldaten auch darum geplündert haben, weil das gewissermaßen der Nachholung des Soldes, der ausgeblieben war, gewesen ist. Und regelmäßige Bezahlung ist die Voraussetzung dafür, dass man an die Leute normative Forderungen stellen kann. Ja? Du lässt die Finger von fremdem Eigentum, ja? Sonst kriegst du was drauf. Und man kann sie auch in anderer Weise sanktionieren, als dass man sie von vornherein immer auspeitscht oder in den Kopf abschlägt, wenn sie etwas nicht machen, nicht? Sondern sagt einfach, du kriegst du halt den Sold gekürzt. Nicht? Und das ist natürlich schon unangenehm, wenn der Sold vorher regelmäßig ausgezahlt worden ist. Mhm. Und da entwickelt sich so etwas und das geht zu Ende, scheint mir, mit dem Ende des Kalten Krieges im Ernst. Nicht? Natürlich spielen diese unordentlichen Kriege immer eine Rolle. Nicht? Die Kriege der europäischen Kolonialmächte war, wenn sie in Afrika, Nordafrika, subsaharisches Afrika, in Indien, auf den Philippinen, die Armees, die Ende des 19. Jahrhunderts einen ausgesprochen dreckigen Krieg führen, geführt worden sind, immer solche durchaus auch asymmetrischen Kriege, aber im Zentrum der Macht wurden sie symmetrisch geführt, also sozusagen mit tendenziell gleichen Akteuren und der gegenseitigen Anerkennung als gleiche, als der Voraussetzung der Rechtsförmigkeit des Krieges. Und diese Situation ist auch damit verbunden, dass Kriegführen immer teurer wird. Nicht? Also man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, ich stelle da einen Trommler hin und einen Zahlmeister und einen Schreiber und dann werden alle Söldner, die sich melden, aufgeschrieben und kriegen auch etwas Geld und dann habe ich eine Gruppe. Dann marschieren wir los. Und dann marschieren wir los, nicht? Also was weiß ich, wie das die Gewalthaufen oder Viertaufen der Schweizer Reichsläufer und der oberdeutschen Landsknechte getan haben, weil es zu einer Entwicklung kommt, nämlich dem Aufstellen von Kanonen. Und je dichter diese Haufen geformt sind, desto effektiver ist der Einsatz von Kanonen gegen sie. Nicht? Also muss man sie auseinanderziehen. Und das kann man nicht mehr mit Leuten, die nicht exerziert sind. Mhm. Ja. Also der Krieg wird immer teurer und das heißt, ganz viele scheiden als kriegführungsfähige Akteure aus. Muss jetzt schon ein richtig reicher Staat sein, um sich so ein teures Instrument wie ein Heer mit den Waffengattungen Infanterie, Artillerie und Kavallerie halten zu können. Das kostet ja richtig Geld. Da können wir ja eigentlich gerade radikal in die Gegenwart kommen. Wenn wir jetzt, haben Sie übrigens live verfolgt oder nicht, Trump und Hillary Clinton? Ich habe mir das am nächsten Tag in Auszügen angeguckt. Ja. Ich bin nicht masochistisch genug, um das anzuschauen. Wenn wir jetzt fragen, eine der wenigen Mächte überhaupt weltweit, vielleicht nach dem Kalten Krieg die einzige, die sich in dem Sinne noch eine imperiale Struktur leisten konnte und auch diese Art von möglicher Kriegsführung mit den ganzen Materialien, mit den ganzen finanziellen, ökonomischen Bedingungen, war ja Amerika und ist Amerika. Ist nach wie vor, Amerika. Jetzt, Trump radikal sagt, damit wollen wir dann aufhören, wir werden ja zu wenig bezahlt. Oder die Saudi-Arabier und all die gewissen Leute, die sich da dem Pakt anschließen und uns als Weltpolizisten brauchen, die sollen besser zahlen. Clinton eher eigentlich eine Kontinuität und diese ganzen Stützpunkte, das Vertrauen in Europa, das Vertrauen auch Richtung Osten, Richtung Süden.
Wo glauben Sie, dass diese Geschichte hingeht? Weil ich meine, das wird ja jetzt für Europa eine ganz entscheidende Sache. Mhm. Das wird im Speziellen für Deutschland in Europa eine wichtige Geschichte. Mhm. Und dann eben im Schlepptau davon, da kommen wir dann drauf, die Flüchtlingsgeschichte. Also ist ja alles eine Welt im Moment und es gibt einen großen Player. Ja, und sozusagen im Klammer dazu, in der Annexion der Krim hat sich Russland als Regionalmacht zurückgemeldet und in Syrien ist es den Russen gelungen, mit den USA auf Augenhöhe wieder zu agieren. Nicht? Das haben wir sozusagen ja in den letzten Monaten und Wochen miterlebt. Insofern kann man rein technisch betrachtet sagen, das war schon ein genialer Coup von Putin, den er da gelandet hat. Nach wie vor ist Russland nicht in der Lage, mit den USA in bestimmten Bereichen der Hoch- und Spitzentechnologie mitzuhalten. Aber es ist ihnen gelungen, an ganz bestimmten neuralgischen Punkten zu zeigen, dass ohne sie und gegen sie gar nichts geht. Nee? Aber was die USA anbetrifft, da ist nicht nur jetzt mehr Infanterie, Kavallerie, Artillerie, nicht, sondern dann kam die Luftwaffe dazu. Und natürlich auch die Militarisierung des Weltraums. Die Stützpunkte mit den. Ja. Und da würde ich sagen, gibt es eigentlich nur drei Akteure zurzeit, die in dieser Hinsicht ernst zu nehmen sind. Weit vorne die USA und dann irgendwo noch Russland und China. Die Europäer, die darauf verzichtet haben, an der Militarisierung des Weltraums ernstlich teilzunehmen, sondern sich in gewisser Hinsicht als das sicherheitspolitische Mündel der USA dargestellt haben. Das war ja auch okay in der Zeit des Kalten Krieges, weil das halbe Europa das sicherheitspolitische Mündel von Moskau und die andere Hälfte, also wir, das von Washington. Jetzt ist aber die entscheidende Veränderung, nicht? Ich glaube, dass ein so kluger Präsident wie Obama, der ja eigentlich ein Intellektueller und ein Theoretiker, vielleicht ist er gar nicht so ein guter Politiker, aber erstens ist er sicherlich, der hat erkannt, dass auf Dauer eine amerikanische globale Weltmachtrolle die USA überfordert, dass das Imperial Overstretch ist. Also und sein Amtsvorgänger Bush hat ihn im Prinzip diesen Overstretch hineingeführt. Und Rumsfeld, der langjährige Verteidigungsminister, nicht, hat davon immer schwadroniert, die USA müssten zwei Kriege gleichzeitig führen können. War natürlich die Vorstellung Zweiter Weltkrieg, nicht Krieg in Europa und Krieg in Ostasien, das kriegen wir hin. Aber das zeigte sich schon, Irak und Afghanistan, da geraten sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Und Obama, zentrales Theorem, kann ich sagen, Obama-Doktrin, aber fast schon so etwas ist, wir sind nicht mehr zu einer gleichzeitigen Machtprojektion in den atlantischen und im pazifischen Raum in der Lage, und wir konzentrieren uns hinfort auf den pazifischen Raum, weil der für uns wichtiger ist. Nicht? Ich gehe davon aus, dass da ökonomisch die Post abgeht und so weiter. Und das heißt, Europa muss sich selber sehr viel stärker auf eigene Beine stellen. Und das Unangenehme ist, die Europäer haben die großen Probleme vor der Haustür. Also nicht nur diesen postimperialen Raum, über den ich schon gesprochen habe, sondern auch den zweiten postimperialen Raum, nämlich der aus dem Zerfall des Osmanischen Reichs entstanden ist, südlich der Türkei, von Syrien, Nordirak bis zum Jemen und von Mesopotamien bis zur libyschen Wüste. Und das wird uns zweifellos überfordern als Europäer. Haben Sie, ist das richtig, in einem Artikel lese ich von Lech, dass Sie sagen, das ist eine oberste Priorität, Europa muss eine gemeinsame Sicherheitspolitik entwickeln. Ja, also wenn wir das nicht schaffen, nicht, in dieser Frage, dann sind wir sozusagen den Ereignissen der Peripherie hilflos ausgeliefert. Also Flüchtlingsströme oder Migrationsströme, die gleichmäßig, aber mäßig kommen, die sind wir ja durchaus zu verarbeiten in der Lage. Die Schweiz hat ja eine regelmäßige Zuwanderung gehabt und ist auch gut für die Schweizer Ökonomie gewesen, braucht sie auch, Bundesrepublik braucht das auch. Aber was anderes sind natürlich solche Wellen. Ströme entstehen eher durch Pull-Faktoren, also durch Sogwirkung, weil
in den reichen und entwickelten Ländern es halt Arbeit gibt, die auch bezahlt wird. Push-Faktoren dagegen generieren Wellen. Und das sind die Faktoren an den Rändern. Und ich meine, man kann sich das ja nur leicht vor Augen führen, nicht? Also wenn das jetzt mit Aleppo so weitergeht, dann wird aus dem syrischen Raum wieder eine entsprechende Fluchtwelle entstehen. Vielleicht nicht mal nur deswegen, weil aus Aleppo jetzt so viele Menschen rauskommen. Das glaube ich gar nicht mal, dass die da rauskommen. Sondern weil die Pi mal Daumen 4 Millionen Menschen, die in den Lägern in der Türkei, in Jordanien und im Libanon sitzen, sagen, jetzt warten wir schon 4, 5 Jahre darauf, dass es bei uns zu Hause besser wird und dass wir eine Chance haben, wieder in den Wiederaufbau zu investieren. Aber so wie das jetzt sich darstellt, haben wir keine Chance. Und unsere Kinder sind jetzt auch schon wieder ein bisschen älter geworden, ab nach Europa. Nicht? Das ist das eine. Aber das ist ja noch ein harmloses Bild, denn wenn wir sagen, es gibt 25 Millionen Syrer, könnten wir auch sagen, es gibt 180 Millionen Nigerianer. Und in Nigeria gibt es bekanntlich Boko Haram, das so eine ähnliche Organisation ist wie der IS. Mhm. Und wenn 185 Millionen Nigerianer in einer vergleichbaren Weise in Bewegung kommen, dann werden wir das alles nicht verkraften. Das heißt, man muss Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen diesen Raum stabilisieren, ohne dass ich sagen kann, wie das gelingen kann. Das ist eine ungeheure Herausforderung an unsere politische Kreativität, natürlich auch als die militärische Kreativität. Nicht? Ich hatte neulich mal so ein wunderbares Gespräch in Eggendorf, das ist in der Nähe von Berlin, mit den Kommandeuren der deutschen Divisionen, über die Frage, wie man solche Probleme angehen kann. Nicht? Und sie waren eigentlich entsetzt, als ich ihnen gesagt habe, das ist kein Problem der materiellen Ausstattung der Streitkräfte, sondern es ist ein Problem eurer Kreativität. Das aber jetzt, sagt ein Intellektueller natürlich gerne zu den Generälen. Gell? Kreativität im Bereich des Krieges, Sie beschreiben ja mit Recht, dass sich diese Vorstellung von Krieg völlig zerbröseln. Ja. Es sind ja mittlerweile marodierende, teilweise private Armeen. Es sind ganze Ökonomien der Gewalt, die sich ganz auf eigene, fast in einer Art Autonomie bewegen. Es ist eine, Sie nennen es asymmetrische Struktur, die eigentlich nicht mehr wirklich konfrontierbar ist mit den klassischen Kriegsstrukturen. Ja. Also jetzt die zwei Sachen. Auf der einen Seite die Forderung, Europa soll sich vielleicht sicherheitspolitisch besser gemeinsam organisieren, aber auf der anderen Seite die Erkenntnis, es gibt eigentlich keine klaren Vorstellungen, wie man heute kriegerisch überhaupt sich wappnen kann. Die Krise in Europa mit den 150.000 Flüchtlingen, die man hätte verteilen wollen, kommt man nicht weiter, sind etwa 5.000 verteilt worden. Also, wie kann Europa da ein Willen, wie eine supranationale Staatsräson, die irgendwie motiviert? Und also das Problem ist eines, dass man vermutlich vor 20 Jahren eine Entscheidung getroffen hat, die damals richtig erschien, im Nachhinein aber nicht besonders vernünftig war. Nämlich als man vor dem Problem stand, okay, wir haben jetzt verschiedene Erweiterungen oder werden noch Erweiterungen haben vor 20 Jahren und wo ist der Fokus der Vertiefung? Und dann hat man sich entschlossen, im Bereich der Währungs- und Fiskalpolitik zu vertiefen, über den Euro und anderes mehr. Nun hat sich aber, das ist ja die andere Krise vor der Flüchtlingskrise, herausgestellt, der Euro ist eher ein Instrument, die zentrifugalen Kräfte Europas zu stärken, als sie zusammenzuhalten. Nicht? In Zeiten, als es noch D-Mark und Franc und Lire gab, dann konnte man sozusagen das mit Auf- und Abwertungen balancieren. Natürlich gibt es den Satz von Mitterrand, die Bundesbank respektive die D-Mark sei die deutsche Atombombe. Nicht? Also wollte sozusagen die ungeheure Macht, die daraus erwuchs, demonstrieren und hatte die Vorstellung, wenn der Kohl in den Euro einwilligt, dann hat die Bundesrepublik dieses Instrumentarium entzogen bekommen. Das war wohl in dieser Weise jedenfalls eine Fehlkalkulation, weil jenseits dessen natürlich die reinen ökonomischen Potenziale bleiben. So, man hätte damals vor 20 Jahren vermutlich
den schwereren Weg, also die dickeren Bretter gehen und die dickeren Bretter bohren müssen, nämlich im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Das war aber damals so nicht sichtbar, nicht? In Jugoslawien haben im Prinzip die Amis uns gerettet, wenn ich das mal sehr flapsig sagen darf. Aber das ging ja relativ schnell los, dass die Franzosen ihre alte Sympathie für die Serben und die Deutschen und die Österreicher sowie noch für die Kroaten, nicht? Genscher früher Anerkennung. Und Srebrenica hat auch etwas damit zu tun als Desaster, dass die Franzosen vieles da blockiert haben, was gegen die Serben ging. Na. Und in dieser Situation machte den Unterschied zu der Zeit vor 1914, als der Balkan schon einmal das Pulverfass war, dass plötzlich einer aufgetaucht ist, der hatte einen Namen, hieß Holbrooke. Und die haben das im Prinzip organisiert und dann war man relativ froh und hat gedacht, na gut, die Amis haben das gemacht, die haben auch sozusagen uns die Dreckarbeit, die haben bombardiert und wir konnten uns sozusagen dann wieder hinterhersetzen und das Ganze ein bisschen moralisch kommentieren. Sehr komfortable Situation. Und dann ist alles gut. Ja. Man hat daraus nicht die Konsequenz gezogen, möglicherweise werden wir wieder vor solchen Problemen stehen, aber dann kommt der große Onkel aus Amerika nicht mehr und hilft uns. Und das war eigentlich schon erkennbar, sowohl in Libyen als auch in Syrien, nicht? Dass sozusagen die Amis, die vorher in dieser Region permanent präsent waren und eigentlich alles gemacht haben und Europäer durften gar nicht ernstlich mitreden oder mussten wie Blair den Pudel im Busch Schoß machen, auf einmal hatten die Amerikaner gar kein Interesse daran, nicht? Und jetzt zeigt sich plötzlich, die Europäer haben vielleicht ein bisschen Fähigkeiten, Luftangriffe zu fliegen, also jedenfalls Gaddafi zu zerschlagen. Aber sie haben nicht den Willen, nach Libyen reinzugehen und Libyen dann aufzubauen. Ja, wer hätte überhaupt die Möglichkeit? Jetzt hört man, dass Schweden die Wehrpflicht wieder einführen will. Ja. Wenn man darüber redet, wäre ja nur Deutschland eigentlich im Moment im Stand, und das ist ja wieder ein ganz heikles Thema, Deutschland dann eigentlich als das Zentrum einer neuen europäischen, ein bisschen imperialen Geste, oder? Könnte hochproblematisch sein. Ja. Warum? Ich habe mal zufällig in einem Bus einen Schweizer Bischof getroffen, saß neben ihm. Das war gerade die Zeit, als Putin sich wieder so aufblusterte. Und er hat gesagt, der größte Fehler sei passiert, als man bei der Auflösung des Warschau-Pakts nicht auch die NATO aufgelöst habe und einen gemeinsamen weltweiten Sicherheitspakt gegründet hätte. War das jene Diskussion? Also ich kann ja verstehen, dass ein Schweizer Bischof nicht unbedingt die Feinheiten der NATO begriffen hat. Aber ist doch denn die Formel des ersten Generalsekretärs für die NATO hieß, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Und das Letzte wäre ja bei der Auflösung der NATO ein Problem geworden, nicht? Zumal wir damals ja auch noch die größte Armee in Europa hatten, nicht? Mit 480.000 Soldaten der Bundeswehr und über 200.000 der Nationalen Volksarmee. Im Augenblick der Auflösung des Warschauer Paktes, um Gottes Willen, nicht? Und also vor allen Dingen die skeptischen Blicke der Franzosen, die immer gedacht haben, für die Sicherheit Frankreichs bedarf es deutscher Streitkräfte, die aber schwächer sein müssen als die französische Armee, gleichwohl stärker als die Rote Armee. Das war natürlich sozusagen eine Rechnung, die war nie auflösbar. Jetzt kam noch der skeptische Blick der Polen, der begründete, historisch begründete skeptische Blick der Polen dazu. Also in gewisser Hinsicht konnte man die NATO gar nicht auflösen, sondern die NATO musste funktionieren, um die alten Strukturen des Misstrauens in Europa und natürlich auch der Machtungleichgewichte und der Obsessionen, ja, also es ist, denke ich, nie ernstlich der Punkt gewesen, dass man den Polen jetzt wieder etwas angetan hätte, deutscherseits, aber in deren Köpfen ist das natürlich präsent. Also sozusagen bedarf es Strukturen, die gewissermaßen eine Beruhigungspille für die Köpfe sind. Ergo, man brauchte einfach die NATO und der Zerfall Jugoslawiens hat das ja dann auch gezeigt.
Ich denke sozusagen, dass man nicht weitergekommen wäre, wenn man gesagt hätte, wir lösen das alles auf, denn der interessante Fall ist ja dann eher, dass man dann die Strukturen von 1919 bis 39 oder 38 gehabt hätte, einen ausgesprochen instabilen sogenannten Zwischenraum zwischen den Russen und den Deutschen und natürlich das sogenannte Rapallo-Syndrom, nämlich die Angst, naja, da machen die Deutschen und die Russen zusammen Geschäfte, nicht? Und überspiegeln diesen Raum mit allem, was dazu machen gehört. Sie auch gute Geschäfte, oder? Ja, haben gute Geschäfte gemacht, nicht? Und um so etwas zu verhindern, musste beispielsweise Hollande nach Minsk mit, Minsk II verhandeln, nicht? Mein Putin wollte das allein mit Frau Merkel verhandeln. Das hat vielerlei Gründe, nicht nur, dass der Putin ganz gut Deutsch kann und die Merkel einigermaßen Russisch, sonst mögen sie sich nicht so sehr, aber es gibt sozusagen strukturelle Passförmigkeiten. Aber in einer solchen Situation hätten natürlich bei den Balten und den Polen alle Antennen wären ausgefahren. Also musste man sozusagen die alte Schutzmacht Polens, nämlich Frankreich, mitnehmen, gewissermaßen als, sagen wir mal, Anstandswauwau oder als Placebo und derlei mehr. Da kann man sehen, wie ungeheuer schwierig innerhalb dieses Europas das ist, nicht? Und wenn heute die Balten sagen und die Polen, wir brauchen NATO-Kampfverbände. Und mein Land hat ja auch ein Panzerbataillon dort jetzt hinverlegt. Aber nach dem NATO-Vertrag dürfen die nicht feststationiert werden, sondern müssen immer verschoben werden. Nicht? Das, okay, das geht dann so. Aber umgekehrt sagen die Spanier und Portugiesen, was interessieren uns eigentlich diese so weit entfernten Teile? Nicht? Also sozusagen, es kommt dann auch an, die daran zu interessieren, dass da ein Problem ist, so wie umgekehrt die Polen daran interessiert werden müssen, jetzt trampel ich mal ein bisschen auf den Polen rum, es könnten aber auch die Ungarn sein, dass seien die Flüchtlingsströme, die nach Italien kommen, auch ihr Problem sind und nicht nur das der Italiener. Also dieses sozusagen so zerfaserte Europa einigermaßen zusammenzuhalten, können wir da mit genau dem Raster ein bisschen genauer jetzt nach Deutschland reinschauen? Also diese Position von Deutschland mit Frau Merkel, die in einer schönen Geste diese Offenheit zelebrierte geradezu, auch der Welt gegenüber mit Recht gesagt hat, wir müssen das packen, wir sollten es packen. Sie haben aber jetzt mit Recht auch gesagt, wenn sich dieser Flüchtlingsstrom vergrößert und nochmal in einer großen Welle so weitergeht, dann haben wir ein Problem, alle, ob wir jetzt da drin sind, wie die Schweiz, wir haben es jetzt schon. Also, und gleichzeitig, es widerstrebt einem die paar Intellektuellen in Deutschland, die jetzt klar wieder für Grenzen argumentieren. Sie hatten ja einen ziemlich giftigen Austausch mit Sloterdijk. Irgendwo sind wir da jetzt in einem unsicheren Gelände von entweder oder, das kann nicht funktionieren und darum ist Ihr Buch ja so spannend mit Ihrer Frau. Sie beschreiben hier fast ein bisschen therapeutisch, dass man eben dieses entweder oder vergessen muss. Dass Sie eigentlich, Sie beschreiben, es gibt diese Ordnungselemente, die fest bleiben müssen, aber wir haben ein großes Potenzial an Fluidem, an Beweglichen, was kulturell viel Transformation erlaubt. Also was wären so Ihre großen Guidelines? Was kann Deutschland, was kann Europa tun, um einerseits das abzufedern, also die Leute hier, die wirklich das brauchen, aufzunehmen und doch an den Stellen da unten, wo es im Süden eigentlich generell, Südosten auch, diese ganzen Probleme ein Stück weit in den Griff zu bekommen, ohne selber sich wieder imperial zu gebärden. Also wie kann Deutschland da eine Rolle spielen für Europa? Also als quasi imperialer Akteur Sie aufzutreten sind ja im oder einer zu sein. Des Sicherheits ja, wie heißt das genau? Bundesakademie für Sicherheitspolitik, ja. Also versuchen wir das mal sozusagen in vielleicht zwei, drei Schritte zu zerlegen. Die Entscheidung vom 4. auf den 5. September ist ja gefallen in sehr hektischen Telefongesprächen zwischen Faymann, der damals österreichischer Bundeskanzler war, und Frau Merkel.
weil sich vom Bahnhof Ketterli aus größere Menschenmassen bewegt haben, vermutlich mit ungarischer Unterstützung, der Orban wollte die loswerden, auf die Grenze zu. Nicht? Und Frau Merkel hat nicht die Grenze zugemacht, sondern sie hat sie offen gelassen. Ja, die Grenzen waren ja offen. Und das war die Voraussetzung dafür, dass Faymann gesagt hat, dann lassen wir unsere Grenzen auch offen, aber die gehen weiter nach Deutschland. Leute wie Peter Sloterdijk, aber auch um politische Namen zu nennen, Horst Seehofer oder so, glauben, wenn man damals die Grenzen zugemacht hätte, hätte man die Probleme nicht gehabt. Vielleicht nicht in Deutschland. Aber in dem Raum südöstlich der österreichisch-ungarischen Grenzlinien. Und da sind ausgesprochen schwache Staaten. Nicht? Also man kann nicht sagen, Bosnien-Herzegowina ist ein Beispiel für eine funktionierende Verwaltung, sondern es ist ein Inbegriff von Chaos. Das gilt auch für Albanien, das gilt auch für Mazedonien und das gilt bekanntlich für Griechenland. Und wenn jetzt nur noch wenige Leute dort reinkommen und die Griechen trotzdem stöhnen, dass ihre Inseln überfüllt sind, dann kann man sich vorstellen, was dann passiert wäre, wenn diese Leute natürlich weitergeströmt wären, nicht? In der Erwartung, na irgendwann machen müssen die Grenzen doch aufmachen. Dann hätte man also in diesem Raum vielleicht 300.000, 400.000, 500.000 Menschen gehabt, innerhalb kürzester Zeit. Schwache Staaten und ein sehr fragiles ethnisches und religiöses Gleichgewicht. Ein paar Muslime hier und da, unterschiedliche christliche Konfessionen und natürlich diese ganze ethnische Gemengenlage. Ich meine, wir hatten ja dort in diese Räume interveniert, um zu verhindern, dass in Mazedonien die Mazedonier und die Albaner, die es dort gibt, aneinander geraten. Nicht? Wir haben noch heute Polizei, robuste Polizeieinheiten im Kosovo stehen, um zu verhindern, dass Serben und Albaner aneinander geraten und derlei mehr. Also man kann sich relativ leicht vorstellen, ohne dass man jetzt wirklich sagen kann, so wäre es gewesen, weil es halt Gott sei Dank nicht passiert ist, dass dann dieser Raum in die Luft geflogen wäre. Kurzum, diese Entscheidung war letzten Endes eine strategische Entscheidung mit der Vorstellung, ich benutze das Territorium der Bundesrepublik Deutschland als Überlaufbecken, um gewissermaßen das, was auf der Balkanroute für begrenzte Zeit reinkommt, reinzulassen und dann auf Europa zu verteilen. Das Problem war, das Verteilen auf Europa hat nicht funktioniert. Und das andere Problem, das Abdichten der Grenze, hat sehr viel länger gedauert, als man das zunächst sich vorgestellt hat. Das begann damit, dass ein Schiffsverband, NATO-Schiffen unter deutscher Führung, in die Ägäis einlaufen musste und der fährt eigentlich da immer rauf und runter, nicht um Flüchtlingsboote zurückzustoßen, das können die gar nicht und dürfen sie auch gar nicht, sondern damit die Griechen die NATO-Schiffe anfunken und die NATO-Schiffe mit den Türken kommunizieren und dann umgekehrt wieder, weil die Griechen und Türken sprechen ja nicht miteinander, können sich ja nicht leiden. Sodass also dieser Verband überhaupt erst dahin musste. Und dann musste. Auch der Pakt mit der Türkei. Und dann war klar, die Türkei ist in einer geopolitisch komfortablen Situation und vermutlich hat Erdogan schon relativ früh ist er zu dem Ergebnis gekommen, okay, die Europäer werden mir demnächst die ein oder andere Schwierigkeiten machen, also mache ich denen vorher mal so richtige Schwierigkeiten, um meine Verhandlungsmacht denen gegenüber zu stärken. Nicht? Denn der Umstand, dass also dann in den türkischen Grenzgebieten quasi überhaupt keine Polizei mehr da war, nicht? Was sozusagen von uns etwas freundlich kommuniziert wird, indem wir sagen, ja, das war das Geschäftsmodell der Schlepper oder so. Nicht? Aber eigentlich hätte ja, die Türkei ist ja ein hoch organisiert, militärisch und polizeilich organisierter Staat, hätten die das verhindern können. Das können sie jetzt auch, haben sie aber nicht gemacht. Das heißt, die haben sozusagen, der Erdogan hat einfach den Stöpsel rausgezogen und hat mal geguckt, was passiert. Nicht? Und hat auf diese Weise... Also Sie denken, das ist berechtigt. Das ist Kalkül gewesen, ja, klar. Ich meine, er ist ja letzten Endes auch der Gewinner. Nicht? Er ist jetzt in einer sehr viel stärkeren Position gegenüber den Europa, gegenüber Europa nicht die ganze Zeit als Bittsteller. Nicht? 20 Jahre haben die Türken verhandelt und dann haben die EU-Leute mal gesagt, ja, vielleicht machen wir demnächst mal wieder ein Kapitel auf. Nicht? Dann haben die Türken ihre neugierige Nase reingesteckt, bums, haben sie die Tür zugekriegt, dann haben sie wieder Blut dran.
Dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte, das hätte man eigentlich antizipieren können. Und dann kam noch das Problem, die Türkei hat 2,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und keine namhafte Hilfe aus Europa gehabt. Da hat er ein bisschen im Stöpsel gespielt und dann hat er jetzt ein paar Milliarden dazu. Also das kann man sagen, das ist ein durchaus aufgegangenes Kalkül, dass man, wenn man sozusagen... Jetzt haben auch die Karte mit den Visa. Vielleicht kriegt er die ja auch noch. Ne? Also wenn man sozusagen aus Abstand betrachtet, kann man sagen, das Spiel ist aufgegangen. Mhm. Und das hat aber alles sehr viel länger gedauert. Und jetzt zweiter Schritt auf das Problem des Fluiden und des Festen, also der Grenzen und der Ströme zu kommen. Politische Ordnungen, auch ökonomische Ordnungen, sind im Prinzip Arrangements aus Bewegung und aus Grenzziehung. Mhm. Waren sie tendenziell immer. Denn so hochentwickelte Räume wie wir brauchen eigentlich permanent Zustrom von Arbeitskräften, nicht? Also wir reproduzieren uns biologisch nicht selbst. Wenn man überhaupt keine Zuwanderung, bei der Schweiz kenne ich die Zahlen nicht, die dürften aber analog sein, gar keine Zuwanderung, also keine soziale Reproduktion zulässt, sondern nur auf biologische Reproduktion setzen, würden wir in Deutschland von zurzeit 82 Millionen relativ schnell auf 75 Millionen zurückgehen. Nun kann man sagen, das ist nicht schlimm, weil es gilt ja der Satz von Heiner Müller, viele Deutsche sind selbstverständlich dümmer als ein Deutscher. Also es ist besser, wenn ein paar weniger wären, kann man sagen. Aber das Ganze ist natürlich mit einer Fülle von ökonomischen Verwerfungen verbunden, Entwertung von Immobilien, nicht? Eigentlich Katastrophen. Ganze Dörfer lösen sich auf, gibt es dann keinen Schulunterricht mehr und so weiter. Also dafür hat man im Prinzip gar keine Modelle, wie man so etwas dauerhaft zurückfährt und auch noch obendrein den Sozialstaat sichert und die Prosperität aufrechterhält. Also sind wir darauf angewiesen, dass Leute kommen. Also quasi eine Mehrproduktabschöpfung. Man will, dass es diesen Payback gibt, oder? Ja, also wir haben das in dem Buch zu erläutern versucht, an der Rolle der Stadt in der Geschichte, seitdem es Städte gibt. Städte sind Räume, die sich auch nie biologisch reproduziert haben, weil in ihnen eine höhere Seuche, also Todesrisiken waren auf dem Lande und weil die Aufzucht von Kindern in Städten teurer ist als auf dem Land, als das Land noch klassischer Bauernbereich war. Also die Analogie Stadt, Land und heute Nord-Süd. Genau. Wir sind sozusagen als Nordwesteuropa oder Westeuropa die große Stadt. Ja. Nicht? Und die Räume, aus denen die Menschen zu uns kommen, ist eher das Land. Das beginnt dann sozusagen schon in Mittelosteuropa. Und das ist sozusagen ein System, das irgendwie funktioniert und funktionieren muss, aber man muss natürlich schon darauf achten, dass das Land die Stadt nicht überrollt und überrennt. Also muss man sozusagen diese Bewegungen dann auch wieder dosieren und da braucht man Grenzen, nicht? Und natürlich hatte die alte Stadt auch Grenzen und Tore. Da stand auch der Wächter davor und hat geguckt, wer reinkommt. Und das ist das, was wir, oder was auch ich selber, Arrangements, des Fluiden und des Festen nenne. Und in gewisser Hinsicht ist die EU, die Sie als Schweizer ja als Bestandteil des EWR, also des Europäischen Wirtschaftsraums, sozusagen de facto angehören, ein Arrangement, bei dem man gesagt hat, die Außengrenzen der EU sind das, wo gewissermaßen das Feste ist. Der innere Raum, der Schengen-Raum, der ist offen, da soll es keine Grenzen geben. Und gleichzeitig haben wir sozusagen mit Ostpolen, von mir aus Bulgarien, Rumänien, dem balkanischen Raum, hinreichend Arbeitskräfte oder Dienstleistungsreserven, die wir heranziehen können, um in den reichen Teilen Europas die erforderliche Arbeitskraft zu haben und gleichzeitig auf diese Weise durch die Retransfers, die Leute, die dann hier machen und Geld verdienen, in ihrer Heimat leisten, dort eine vernünftige Stabilisierung und Ankommen von Geld, ohne dass das in den Händen von korrupten Eliten versickert, wie das ja das Problem ist, von großen politisch-staatlichen Überweisungen. Nun ist aber die Voraussetzung, dass man in der Lage sein muss, die östliche Grenze abzudichten. Guckt man sich die Karte an, haben wir jetzt keine, aber ist egal,
Dann ist ja eigentlich interessant, warum die Flüchtlingsströme nicht über Spanien gekommen sind. Bei Gibraltar und Melilla und so etwas kommen die ja sehr viel leichter rein, nicht? Aber die Spanier haben schon sehr früh mit Marokko und in anderer Hinsicht mit Senegal, nicht, wo man da auf die Kanareninsel raus kann, Verträge abgeschlossen, die dazu führen, dass in der Tiefe des Raumes die Zusammenballung und Entstehung von Flüchtlingsströmen verhindert werden. Und im Prinzip ist das, was unter wesentlicher Führung meines Landes im Hinblick zwischen der EU und Türkei verhandelt worden ist, der Versuch, in der Tiefe des Raumes, heißt also auf türkischem Boden, die Generierung von Flüchtlingsströmen zu verhindern, indem man gesagt hat, ja gut, also wir lassen da immer welche rein und wir suchen sie aber aus, nicht? Und wer illegal reinkommt, der geht wieder zurück, aber wir nehmen also eine klare Erfassung rechtzeitig in einem ja, also so etwas gewissermaßen wie ein Grenzregime, das nicht eine Mauer oder ein Wall ist, weil man eigentlich den nicht verteidigen kann. Oder aber man produziert grauenhafte Bilder, nicht, dass die da so mit Wasserwerfern dann vom Zaun runtergeschossen werden oder sie werden unter Tränengas zurückgetrieben, sondern man macht das in der Tiefe. Ja? Das ändert im Prinzip nichts an der Situation, dass damit gewisser Festungscharakter aufgebaut wird, aber dann gleichzeitig werden dann auch wieder Austauschsysteme durch das organisiert. Das ist, glaube ich, das, was man braucht. Aber kriegt für man die das Zukunft, hin? Ja. Ja. Und da geht es nicht ohne, dass man einen verlässlichen Akteur Türkei hat, einen verlässlichen Akteur letzten Endes auch Libyen und vor allen Dingen Ägypten. Aber da wenn wir, sind wir in einem Problem, nämlich wie gehen wir mit so unappetitlichen Figuren wie Erdogan oder vor allen Dingen al-Sisi um? Ja. Ja? Aber wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar Minuten ins Land reinschauen, jetzt Deutschland, wenn der Gestus der Willkommenskultur, wir schaffen das und jetzt sind die Leute da, haben Sie den Eindruck, dass diese ganze Integrationsarbeit auf dem rechten Pfad jetzt läuft? Also ich meine, die Ängste sind jetzt geweckt bei vielen Leuten, diese ganze AfD-Geschichte macht Angst, oder? Jetzt ganz schnell all die populistischen nationalistischen Kräfte, die Alarm schlagen. Sie verweisen im Buch auf Schweden, was ja lange so ein spannendes Modell hatte, dass jeder Mann, der eigentlich nachweisen kann, dass er eine Stelle hat, dann auch angedockt wird ans Sozialwesen. Sie reden von den Niederlanden, war lange Zeit beispielhaft, hat aber jetzt ein bisschen einen Bumerang, diese Multikulti-Geschichte. Niederlande ist Multikulti, ja. Also, wo ist Deutschland? Wir können auch auf die Schweiz kommen. Ich muss sagen, ich staune immer wieder bei so vielen Ausländern bei uns, dass es nicht kippt, oder? Wir haben eigentlich erstaunlich immer wieder schon bei den Italienern, dann bei den später bei den Boat People, dann bei den Kosovaren, dann bei den Sri Lankis. Immer wieder war irgendein Argument, man sagte, jetzt sind sie schwarz, das geht doch nicht, jetzt haben sie eine gelbe Haut, das geht doch nicht. Aber die sind alle irgendwie in der Gesellschaft doch jetzt da. Nicht irgendwie falsch assimiliert, aber sie sind präsent. Ist das in Deutschland ein Weg, der funktioniert? Sind Sie da zuversichtlich? Ja, ich denke. Also ich bin schon zuversichtlich. Aber man muss es analytisch angehen. Also zunächst einmal, die Schweiz ist im Prinzip eine Erfolgsgeschichte, wird in der Literatur auch allgemein so behandelt. Dass da natürlich nicht alles gut geht, nicht? Und es dann auch irgendwie wieder irritierende Entwicklungen und Probleme gibt und auch Formen von Gewalt, ja, das wird sich nicht vermeiden lassen. Man muss auch nicht sagen, nur weil die Menschen Flüchtlinge sind und hierher gekommen sind, sind es nur gute Menschen, nicht? Unfug. Aber im Unterschied zu den Niederlanden, die gesagt haben, Multikulti, nicht sozusagen alles ein großer Karneval der Kulturen. Den Schweden, die das sozusagen über das Sozialmodell in hohem Maße gefahren haben und den Franzosen, die auf Staatsbürgerschaft gesetzt haben und den Vorteil hatten, die Leute, die da hingekommen sind, haben in der Regel Französisch gesprochen. Die kamen aus den frankophonen Teilen der Welt. War dann der Bumerang der Banlieues aber, oder? Genau. Also Frankreich ist im Prinzip ein gescheitertes Modell. Wiewohl das in der Frage der Staatsbürgerschaft und in der Frage der Sprache
sagen wir mal uns, den Schweizern und den Deutschen gegenüber, eigentlich überlegen waren und viel günstigere Ausgangsbedingungen hatten, ist es aber nicht gelungen, diese Leute in die Arbeit hineinzubringen. Nicht? Banlieues haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 50%. Das ist völlig klar, dass sie auf diese Weise Kleinkriminalität produzieren. So, was die Bundesrepublik und die Schweiz so ähnlich haben, ist, sie haben eigentlich Integration über Arbeit betrieben. Also nicht über Staatsbürgerschaft, einen administrativen Akt, nicht über, ach macht mal, wir sind so interessiert daran, was ihr so treibt, nicht die Holländer, aber ansonsten braucht ihr gar keine Anstrengungen unternehmen, sondern ja, wir brauchen euch, weil ihr arbeitet und ihr braucht uns, weil wir Arbeit euch geben können. Nicht? Das ist eine Win-Win-Situation. Und das hat bei uns und vermutlich auch in der Schweiz, aber in anderer Form, ganz gut funktioniert, bis ein Problem aufgetreten ist, und das war bei uns der Anwerbestopp von 1973. Mhm. Jetzt konnte man gewissermaßen nicht mehr als Arbeitskraft nach Deutschland rein, sondern nur noch als Familiennachzug. Mhm. Familiennachzug natürlich durfte gehen, aber die Leute durften nicht arbeiten. Es kamen also plötzlich ganz viele Frauen, weil ja sozusagen die Chance des Zugangs die Eheschließung war, haben aber den Integrationsmotor Arbeitsplatz nicht gehabt, sondern wurden ins Haus eingesperrt oder in den Chador oder noch Schlimmeres und wurden gewissermaßen dazu durch unsere Gesellschaft selber verurteilt, Träger der Tradition und des Religiösen zu sein, obendrein die Kinder zu erziehen. Sodass oft die zweite Generation, die vielerhinsicht bessere Ausgangsvoraussetzungen haben müsste, aber aparter ist und stärker ein Bestandteil der Parallelgesellschaft, als es die erste Generation, die mit ganz schlechtem Deutsch und eigentlich rudimentären kulturellen Vertrautheiten gewesen ist. Das brach ja überraschend eigentlich für alle sehr auf in der türkischen Gemeinde, oder? Man hat in Berlin oft gedacht, das ist eigentlich ein schönes Nebeneinander, aber es ist eben ein Nebeneinander. Also diese Parallelgesellschaft gibt es, diese ganzen Aufmärsche dann für Erdogan haben eigentlich plötzlich eine merkwürdige Schiene aufgemacht, die dann schon auch zu denken gegeben hat, oder politisch. Gut, wir haben natürlich, wenn wir genau hingucken, ungefähr 3 Millionen Türken bei uns und in Köln haben 30.000 demonstriert. Wenn man das also in Relation setzt, dann ist das jetzt auch wiederum so dramatisch nicht, aber Das hat man unterschätzt. Man hat also irgendwie gedacht, na, das funktioniert alles. Man hat im Unterschied zur Schweiz auch sozusagen keine großen Anstrengungen unternommen. Nicht? Also die Leute mit kulturellen Gepflogenheiten vertraut zu machen und so weiter. Gleichwohl würde ich sagen, in der Vergangenheit hat diese eher bei uns schlampig betriebene Form der Integration über den Modus des Arbeitsmarktes erstaunlich gut funktioniert und die sehr viel, also staatsbürgerrechtlich sehr viel anspruchsvollere französische, nicht auf dem Jus Soli begründete und nicht dem Jus Sanguinis Form der Integration hat 2005 mit dem Aufstand der Banlieues, die kann sich jederzeit wiederholen, weil es hat sich nichts gebessert, überhaupt nicht gut funktioniert. Jetzt kommt es also darauf an, und da machen wir dann auch ein paar Vorschläge oder stellen Überlegungen an, wie kann man in der Beobachtung von dem, was einigermaßen, was gut und was schlecht läuft, das Modell optimieren. Und dabei ist der zentrale Punkt unserer Vorstellung, erstens, wir müssen natürlich sofort Deutsch lernen, das ist die Voraussetzung. Und dabei ist es ein totaler Blödsinn zu sagen, ja, die Syrer haben eine Bleibeperspektive, die bekommen Kurse angeboten, die Afghanen haben in Wahrheit keine Bleibeperspektive, denen bieten wir auch keine Kurse an. Denn was dann passiert, ist sozusagen die Schreckgestalt der Integration. Das ist ja dann abgekoppelt, oder? Ja, beziehungsweise der abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber, ja. Also sozusagen Leute, die nicht arbeiten dürfen, die keinen Anspruch auf Sprachkurse haben, die im Prinzip halt sozusagen irgendwie mit Hartz IV oder anderen vergleichbaren Sozialleistungen darum hängen, auf diese Weise Neid und Ablehnung in der deutschen Gesellschaft produzieren und obendrein noch gewissermaßen den Nachschub für das Ticker- und Dealer-Milieu darstellen.
Das aber ist eine Folge eines gewissen juristischen Ordnungswahns. Mhm. Nicht? Und zu sagen, ja, wir sortieren die genau, und am Schluss hat man dann, in Europa sagt man, haben wir 10 Millionen Illegale. Mhm. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist ja auch schwer zu messen, weil es ja die Illegalen sind. Aber so geschätzt. Nicht? Und in den südlichen Ländern im Übrigen sehr viel mehr, weil man die dort als stille Reserve der Erntearbeiter braucht. Aber wir haben auch einen hohen Anteil von Illegalen, Schweiz sicherlich auch, plus die Abgelehnten, mhm, aber Geduldeten. Und da muss man Sans jetzt Papier überlegen. Und genau, so ein Papier. Also wie kriegen wir gewissermaßen das raus, dass es vielleicht so eine ganz kleine Anzahl gibt, entweder indem wir in der Lage sind, sie abzuschieben, oder aber, wenn wir sie nicht abschieben können, dann sagen nach 2 Jahren, wird das Ganze auf Null gestellt, und dann versuchen wir, sie in den Arbeitsmarkt hinein zu vermitteln. Aber von vornherein haben wir in sie investiert, in Form von Sprachkursen, in Form von Ausbildung und derlei mehr. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, wir westliche Gesellschaften haben ein demografisches Problem, dann gilt natürlich auch, die Leute, die jetzt gekommen sind, sind eigentlich nicht diejenigen, die wirklich passförmig sind. Das ist, wenn es so passen falsche, würde, wäre schön. Ja, sozusagen, ja. Sie passen prima von ihrer Altersstruktur, mhm, ja, wo sozusagen da die Dellen in der Demografie, ja, sind, passen die genau rein. Aber technisch, aber von den Fähigkeiten her nicht. Ja. Das heißt, wir müssen in sie investieren, ja? Ja, wir müssen sie fit machen. Das kostet das Geld. Das geht über Jahre, oder? Das ja, ich, mhm, glaube auch, dass im günstigsten Fall man sagen kann, 3 Jahre. Ja. Ja. Und in vielen Fällen werden es 6 Jahre sein. Und in manchen Fällen wird es auch nicht klappen. Meine Frau hat in Dresden das versucht mit Sprachunterricht und derlei mehr. Und hat danach halt sehr interessante Erfahrungen mit Analphabeten gemacht, aber hochintelligenten Töchtern, die ihrem Vater versucht haben, das klarzumachen, wie man das lesen und aussprechen müsste. Mhm. Nicht? Der aber erkennbar mit solchen Buchstabensystemen nichts anfangen konnte. Mit dem Vater, der 50 ist, wird man nichts mehr hinkriegen. Mhm. Aber mit den Töchtern, die da hat's. Ja. Nun, wir wollen ja nicht Sie quasi als den europäischen Migrationsbeauftragten für definitive Lösungen anfragen. Trotzdem noch ein kleines, total anderes Thema zum Abschluss. Wir sind schon weit über die Zeit eigentlich. Wenn Sie über Imperien reden der Zukunft, wir haben es kurz beim Herspazieren auch gesagt, die ganz großen Unbekannten sind ja die neuen Imperien der Technologie, also Google, ja, Facebook. Und da werden ja auch Kriegsszenarien plötzlich denkbar, die noch extremer als nur asymmetrisch auch noch völlig beschleunigt, im Tempo nicht mehr zu beherrschen. Also was kommt denn da auf uns zu? Was denkt sich da ein politischer Denker, der so Szenarien offenbar ein Stück weit auch spürt? Also Carl Schmitt, einer der anderen Verbotenen, hat diese Akteure mal potestates indirecte, also sozusagen indirekte Gewaltstrukturen genannt. Und damit hat er zunächst einmal als rausgeschmissener Katholik die katholische Kirche im Auge gehabt, nicht? Mit so ähnlichen Strukturen, die jetzt gewissermaßen nicht über die herkömmlichen Formen der Macht verfügen. Stalins berühmte Frage, wie viele Divisionen hat der Papst? Sondern eher darüber funktionieren, dass sie Zugriff auf Emotionen, auf Gewissen, also auf Verhaltenssteuerung haben. Ja. Und da könnte man sagen, Google, Facebook und andere sind vielleicht nicht die Erben, aber sozusagen so ähnliche Formen von Imperialität mit ganz anderen Machtsorten. Und so kleine Länder wie unsere haben im Prinzip gegen die keine Chance. Nicht? Also zeigt sich ja schon in der Frage, kann man einige von denen mal ein bisschen zu einer ordentlichen Steuerdisziplin bringen, und das ist offenbar fast nicht möglich. Aber die Amis, die können das. Ja? Also sozusagen der einzige Akteur, der diese imperialen indirekten, oder die indirekten Imperien regulieren und verrechtlichen kann,
oder rechtlichen Strukturen unterwerfen kann, sind die USA. Die mag einem ab und zu ärgern, wenn sie das auch zugunsten ihrer eigenen Akteure tun, aber dann doch die Machtmittel besitzen. Im Prinzip müsste das auch die EU können, denn eigentlich sind wir ein größerer Markt als die Vereinigten Staaten. Aber die EU ist zu leicht von denen gegeneinander auszuspielen, wie man jetzt am Beispiel Irland und Amazon, glaube ich, sehen kann. Sodass also man nicht sagen kann, wenn ihr bestimmte Auflagen nicht erfüllt, dann fliegt ihr aus Europa raus. Nicht? Passiert nicht. Darüber muss man noch mal nachdenken, denn ich würde meinen, politische Ordnung setzt sich in dem Augenblick durch, wo diese Potestates indirecte, diese indirekten Gewalten staatlicher Kontrolle unterworfen werden. Also Philipp der Schöne von Frankreich hat diese bewaffneten Nichtregierungsorganisationen, nämlich die Kreuzritterorden, Templer in dem berühmten Fall, unter Kontrolle gebracht. Nicht? Also alle Leute denken, ja, der wollte das Gold der Templer, deswegen hat er sie zerschlagen und gefoltert. Nein, nein, das waren Organisationen, die außerhalb der staatlichen Struktur staatenübergreifend sich organisiert haben. Nicht? In Frankreich Geld und Männer herausgezogen, um sie im Heiligen Land für ihre Kriege zu verwenden. Das konnte nicht sein Interesse sein. Das hat damals geklappt. Oder der Stoßtrupp von Anagni, der Bonifaz den 8. 1308 urfeigt und der Bonifaz stirbt dann danach an diesem Reputationsverlust. Also die haben das schon hinbekommen, aber das war natürlich nur der französische König, der seine Machtressourcen relativ gut schon im Griff gehabt hat. Sonst in Italien, in Deutschland, in der Schweiz sowieso, hatten die nach wie vor. Ja. Darüber muss man noch mal nachdenken, ob das nicht gewissermaßen eine wirkliche Aufgabe wäre, in der Herr Juncker mal seine Zähne zeigen kann und nicht immer nur Küsschen geben. Und in denen die Amerikaner sozusagen einen Dienst an der Welt leisten. Ja, Herr Münkel, vielen Dank. Ich glaube, wir können sagen, Europafrage nicht gelöst, Flüchtlingsfrage nicht gelöst, Kriegsfrage nicht gelöst, aber... Aber wenigstens gedacht. Eben Brecht wurde letztes Mal zitiert bei einer Abdankungsfeier, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ja. Aber herzlichen Dank, wir haben gespürt, was es heißt, Wissenschaftler zu sein, der eine Matrix entwickelt, die dann auch eine andere Sicht auf die Wirklichkeit tatsächlich erlaubt. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank Ihnen für die wunderbare Fragestellung. Danke. Also herzlichen Dank, Herr Münkler. Ich darf Ihnen noch den nächsten Gast vorstellen, ein uns allen bekannter Kollege, Soziologe, Thomas Held, am 10. November. Wir werden nicht primär über die Saal Modulable reden, wir werden reden über sicher Dämmerung von Ideologien. Er war ja mal bei den 68ern, ist heute ein Vertreter der neoliberalen Ordnung eigentlich. Er ist ein spannender Geist, war lange Zeit Chef von Avenir Suisse. Ich glaube, das wird ein interessantes Gespräch. Danke Ihnen herzlich, dass Sie da gewesen sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Danke.